So, ihr wisst ja, dieses Zahlspiel, ich habe eben gesagt, 20.000 Leute, das ist etwa die Zahl, die wir gezählt haben mit Zählern, mit den Leuten, die noch dazukamen. Und jetzt geht es gerade durch die Medien, hier wären so 3.000 Leute gewesen und das hätte die Polizei behauptet. Also, liebe Leute, liebe Journalisten, wir haben euch echt geärgert, wir haben gesagt, wir sagen die Zahlen hier auf der Bühne, ihr habt euch anscheinend an Quellen gewandt, die keine richtigen Quellen sind. Wir wissen, die Polizei hat keine Zahlen rausgegeben bisher, keine offiziellen. Also ihr könnt noch gar keine Quelle haben. Medien, die jetzt irgendeine komische Zahl veröffentlichen, die nicht 20.000 ist, lügen. Lieber Spiegel Online, macht euren Job endlich richtig! Und Süddeutsche, schreibt nicht von Spiegel Online ab! Wir wollen Medien haben, die selber recherchieren. Jawohl. Verdammt nochmal. Verdammte Axt. So. Ihr überlegt euch sicher, wie wird eigentlich sowas hier organisiert? A, gibt es eine Mailinglistensammlung vom Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung. Findet ihr im Netz, mehr sage ich jetzt nicht dazu, da könnt ihr euch einschreiben, mitorganisieren, mitentscheiden, mitmachen. Außerdem gibt es auch Treffen im Real Life, weil das manchmal notwendig ist. Also das sollte ja eigentlich die Regel sein. Bei uns ist es manchmal die Ausnahme, weil wir halt über ganz Deutschland und europaweit verstreut sind. Aber etwa einmal oder zweimal im Jahr versuchen wir, einen Aktivkongress zu organisieren. Der nächste wird vermutlich im Februar sein, wird in Hattingen stattfinden. Und wir versuchen noch, normalerweise ist es ein Wochenende, Freitag, Samstag, Sonntag. Wir werden nächstes Jahr 2014 versuchen, die ganze Woche davor noch ein Treffen zu machen für Leute, die Ahnung von Technik haben, von Redaktionssystemen, die Texte erarbeiten können, sich mit Grafik auskennen, damit wir den Maschinenpark des Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung, der ich glaube mittlerweile aus 30 verschiedenen Diensten bedient, auf eine Software zusammenschrumpfen, das innerhalb einer Woche machen. Dann haben wir auch weniger Stress. Wenn Leute sich daran beteiligen wollen, schickt uns eine Mail an kontakt@vorratsdatenspeicherung.de. Das wäre sehr toll, wir sammeln das und sobald wir dann was wissen über die Treffen, dann sagen wir Bescheid. Für Leute, die sich nur mal hin und wieder informieren wollen, nicht unbedingt auf einer Mailingliste, wo es vielleicht auch Streit gibt, einfinden wollen. Wir haben auch einen Wochenblick. Einmal die Woche berichten wir darüber, über Aktivitäten, was läuft und Ähnliches, den unser Dennis mit großem Eifer in seiner Freizeit zusammenstellt. Also abonniert das dort. Ihr findet die Infos dazu auf der Seite von Vorratsdatenspeicherung.de. Der nächste Redner, danke, ja, okay, einmal bejubeln. Also der Arbeitskreis gegen Vorratsdatenspeicherung, der Stand ist dort drüben, ist die Grundlage dieses Bündnisses, in dem viele Leute zusammenarbeiten, parteiunabhängig, überparteilich, wo Organisationen und Einzelpersonen zusammenarbeiten und wir können Hilfe gebrauchen, weil durch die Piraten sind uns nämlich ganz viele Helferinnen und Helfer abhanden gekommen. Die sind nun plötzlich in der Partei organisiert und die fehlen uns. Wir brauchen Leute, die auch nicht parteipolitisch engagiert sind und dann bei uns mitarbeiten. Ja, ja, Katha, du auch. Ja, du auch. Und Jimmy, du von der FDP. Du hättest auch einfach nicht in die FDP eintreten können, bei uns weitermachen können. Hast aber auch viel bewirkt, muss man auch sagen. Ja, das muss man auch mal sagen. Der Typ da, der hat geschafft, die CDU vor sich herzutreiben. Darf ich das sagen, ohne dir zu schaden? Ja, der hat dafür gesorgt, dass einiges an diesen scheiß Sicherheitsgesetzen und Pseudodingern abgeschafft wurden. Der war das. Ein alter AK-Vorratmann aus München. Jetzt halt auch in der Partei. Ja, tut mir leid. Ja. Ja. Und jetzt, wo ich schon zwei Parteien erwähnt habe, muss ich auch Danke sagen bei den Grünen. Weil ohne Malte Spitz würde das hier auch nicht laufen. So. Und Halina von der Linken, ja, die habe ich so ins Herz geschlossen. Abonniert ihren Twitter-Account, ihr werdet euch immer wieder amüsieren und freuen. So, habe ich irgendwelche hier beteiligten Parteien nicht erwähnt? Naja, ihr Jusos, ihr müsst doch richtig eure SPD vorantreiben, dass das wirklich nicht doch nur zur Komplettüberwachungspartei wird. Okay. Aber Herr Oppermann hat ja schon ein bisschen verstanden. So.